Das ist die Geschichte von Bilbo Beutlin. Einem Hobbit, der nichts von den ihm bevorstehenden Abenteuern ahnte. Oder deren Folgen. Mein Ring! Er will den Ausgang wissen! Verbrennt die Bäume! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play mit mir, Let's Play Bilamba. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu Der Hobbit, die Vorgeschichte zu Der Herr der Ringe. Natürlich muss ich jetzt im Vorhinein sagen, ihr dürft nicht erwarten, dass das jetzt das Spiel zum Film bzw. zu der Trilogie Der Hobbit ist, mit Martin Freeman in der Hauptrolle. Nein, dieses Spiel ist weit, weit vorher rausgekommen, und zwar, lass mich kurz gucken, 2003, ja, da ist gerade der Herr der Ringe langsam in die Kinos gekommen und hat natürlich begeistert bis zum geht nicht mehr und hat sich dann Sierra, übrigens eine deutsche Firma, gedacht, komm, machen wir doch die Vorgeschichte zu der Herr der Ringe, das würden bestimmt einige gern wissen. Es ist ja weitaus bekannt, dass der Herr der Ringe auf einer Bücherreihe von J.R.R. Tolkien basiert. Und er hat davor auch den Hobbit geschrieben. Da muss man aber auch zu sagen, dass der Hobbit eher eine Kindergeschichte war, die er damals geschrieben hat. Und nicht so ein Abenteuer, Schlachten, Fantasy, alles mögliche Gedingse wie in Herr der Ringe. Ja, und trotzdem hat man sich bei Sierra gedacht, komm, daraus machen wir jetzt ein Spiel. Ist natürlich auch, ab 12 freigegeben, alt in diesem Sinne. Wir haben 2017 zurzeit mit dieser Aufnahme und ja, das Spiel ist für die Verhältnisse alt und auch relativ schlecht gealtert, das muss man wirklich sagen. Aber, was soll ich jetzt hier groß rumreden, switchen wir zum Spiel, machen wir ein neues Spiel und ich hoffe, ihr seid voll mit dabei. Kleine Korrektur, Leute, Sierra ist keine deutsche Firma, da habe ich mich vertan, es ist eine amerikanische Firma und, wenn wir jetzt gleich ins Spiel eintauchen, ihr werdet sehr überrascht sein über die Stimme von Bilbo. Aber, wie gesagt, rein ins Spiel. In einem Loch in der Erde lebte ein Hobbit. Bilbo Beutlin war ein ehrenwerter Hobbit. Er lebte sein gemütliches Leben und Abenteuer waren ihm fremd. Daher war Bilbo recht überrascht, als der Zauberer Gandalf ihn zu einem großen Abenteuer einlud. Er lehnte höflich ab, aber nicht ohne Gandalf unbedachterweise zum Tee einzuladen. Am nächsten Tag stand Gandalf mit 13 hungrigen Zwergen vor der Tür. Sie verzehrten alles, was Bilbo zu bieten hatte, dann sangen sie und lauschten ihrem König Thorin Eichenschild. Morgengrauen brechen wir auf zum einsamen Berg. Wir werden unser altes Königreich unter dem Berg zurückerobern, unseren Schatz einfordern und Rache an dem verfluchten Drachen Smaug nehmen. König Thorin, ihr braucht einen Dieb, der in den einsamen Berg einbricht. Hier ist er, Bilbo Beutlin. Leicht erregbar, das Kerlchen. Aber rabiat wie ein Drache mit dem Rücken zur Wand. Wo bin ich? Orks! Sie greifen Menschen an. Und Elben. Was ist das? Tja, Beutlin. Du hast dich hier hineingeträumt. Jetzt musst du dich auch wieder hinausträumen. Ja, und jetzt sind wir mittendrin in der Action. Und wir sind Bilbo Beutlin und müssen jetzt hier kämpfen. Ich habe natürlich diese Szene schon mal ein bisschen angefangen, um ein bisschen die Steuerung zu können, um natürlich auch die
Musik anzupassen. Wenn euch der Ton zu laut oder zu leise ist, sagt mir Bescheid, ich tue das gerne. Und dann ist natürlich so ein Problem. So, ihr habt gesehen, wir fangen ja da an, wo die Zwerge bereits sich einfinden in Beutelsend. Und wie gesagt, Bilbo ist zu der Zeit ein ehrenwerter Hobbit, wie es gesagt wurde. Und man muss dazu sagen, die Beutel sind angesehene Leute, haben sich aber eingeheiratet, oder beziehungsweise es wurde, glaube ich, geheiratet in die Familie Tuck. Und wer heißt noch Tuck? Pippin, Peregrin Tuck. Ja? Das heißt, ja, die Tucks sind ein bisschen verrückt im Kopf und deswegen hat Bilbo am Anfang keinen Mut im Buch. Also ich kann euch das Buch nur empfehlen, wirklich. Ja, und kriegt das immer mit der Zeit, dass es eine tuckische Art ihn vorne bringt, mit dem Mut. Erwischt er mich irgendwie so besonders? Erwischt mich immer, okay. So, jetzt ist der letzte Ort dran, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, nichts. Schön. Und jetzt? Jetzt war ohne Spaß, was passiert jetzt? Hallo? Für Musik? Ist das denn ernst? Was ist denn jetzt? Da muss ich da weiter. Tatsache. Sorry, mein Fehler. Der hat das Spiel hängen geblieben irgendwie. Gut. So. Ach du Scheiße. Ja, so wie ich das sehe, sind wir hier bei der Schlacht der fünf Heere. Ich kann mich nicht irren, das Spiel ist natürlich vollkommen blind, Leute. Ich kann also leider nicht genau sagen, wo wir jetzt hier uns gerade befinden. Es ist eine Traumsequenz. Und wir können natürlich auch switchen mit dem Mausrad. Die Waffen, die wir alle besitzen. Momentan hat Bilbo Steine, einen Wanderstock und ein Schwerter. Und ich finde, die Steine waren ein bisschen effektivsten. Die anscheinend irgendwie durch die Rüstung durchkommen. Die sonst alle Orts haben. Also nicht alle, nicht alle. Ne? Also die mit den Schildern sind natürlich fies. Was ist das da? So was Spezielles? Okay. Wir haben natürlich unsere Freunde treffen, haben sich Unterstützung. So. Okay, das habe ich schon mir gedacht. Ruhe! So, da ist die Leiter für uns. Sauber. So, es ist wohl gespeichert oben rechts, keine Ahnung. So, die Elben kämpfen auf unserer Seite, genauso wie die Zwerge und Menschen. Wo ist jetzt die Leiter? Ach, da. Ja, Leute, der Hobbit, das ist quasi der Auftakt einer neuen Let's Play-Reihe bei mir. So viel möchte ich sagen. Wir fangen natürlich mit dem ältesten Spiel an, beziehungsweise... Fett sie, ihr lausigen Nichtsnutze! Zerfett sie! Oha. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Oh, aber was für ein Abenteuer! Trotz seiner Angst erwachte etwas in Bilbo. Er wollte fremde Länder sehen, Höhlen erkunden und ein Schwert anstatt eines Spazierstocks tragen. Zu seinem eigenen Erstaunen sagte Bilbo zu. Ihr habt den halben Morgen verschlafen, Herr Beutlin. Damit zeigt ihr Thorin nicht, dass ihr ein toller Dieb seid. Dem zeig ich's. Und wenn ich bis ans Ende der Welt laufen und gegen die wilden Werwürmer in der abgelegensten Wüste kämpfen muss. Ihr solltet euch jetzt zum grünen Drachen begeben. Die Zwerge warten schon. Aber... Keine Zeit dafür und auch keine Zeit zu packen. Holt einfach euren Spazierstock, wer weiß, wo euch der Tag noch hinführt. Drücke Q, um ins Questlog zu sehen. Das Questlog erklärt, was als nächstes zu tun ist. Mit den Zwergen treffen, Spazierstock suchen. Treffe ich mit den Zwergen beim grünen Drachen. Und das sind unsere Items. Silberpennies.
Insgesamt erhaltene Mutpunkte. Kleiner Steinbeutel, kleine Medizinkiste, ein Nachschlüssel, überwindet komplizierte Fallen an Truhen. Gegengifttrank heilt sämtliche Vergiftungen, zum Benutzen Eingabe T drücken. Heiltrank heilt 6 Gesundheitsbläschen, zum Benutzen aufwärts drücken. Wasser der Energie heilt sämtliche Verletzungen und Vergiftungen, schützt vorübergehend vor Schaden. Übersicht, Münzen, Mutpunkte, Truhen, Quests. Ja, dann machen wir mal weiter. Wir sind Bilbo, wir sind in Beutels End und wir haben Training. Bilbos Mutanzeige steigt mit jedem aufgenommenen Mutpunkt. Wenn Bilbos Mutanzeige voll ist, erhält er neue Gesundheits... Mutpunkte sind an allen möglichen versteckten Orten zu finden. Erkundet das Land sorgfältig, um alle zu finden. Okay. Ja, wie gesagt, das ist der Auftrag einer Let's Play-Reihe bei mir. Und da haben wir auch schon den Spazierstock. Können wir als Waffe benutzen. Steine haben wir nicht. Okay. So, ihr habt auch schon gehört, die Stimme ist Bastian Pastewka, wer kennt ihn nicht? So. Helft euch mit den Zwergen beim grünen Drachen. Schnell jetzt, Herr Beutlin. Ihr könnt natürlich auch nicht erwarten, dass da die Originalstimmen zu hören sind, weil der Film halt weit später rauskam. und außerdem... Hier rein, okay. Was ist das? In meiner Tasche ist ein Loch. Oh, meine Silberpennys sind bestimmt in ganz Hobbingen verstreut. Ja, jetzt sind wir raus, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich auch den Punkt verloren. Ja, die Synchronstimmen, das sind natürlich ganz andere, als die ihr kennt. Keine Zeit dafür. Ich muss mich beim grünen Drachen mit den Zwergen treffen. Okay, darf man nicht rein. Ja, das so viel zu den Synchronstimmen. Wie gesagt, das Spiel basiert auf dem Buch. Ich habe das Buch gelesen, kann es nur empfehlen. Ich habe es noch mit den Illustrationen von Alan Lee. Das ist also nochmal ein ganz kleines bisschen besser noch dazu. Benutze die Speichersockel, um einen Spielfortschritt zu speichern. Ah, so. Schön. Ja, das ist echt gut und ich bin mal gespannt, wie sehr das Spiel auf dem Buch basiert. Kann ja nur gut werden. Und wie gesagt, das ist der Auftrag einer Let's Play-Reihe. Ihr werdet sehen, was nach dem Hobbit kommt. Ihr könnt natürlich Anregungen machen, was ihr gern sehen wollt. Ich gehe mal kurz hier alles ab. Ich habe alles bekommen. Gut. Dann nochmal hier drauf. Kriegen wir dann nach Mutpunkten einen neuen, neues Gesundheitsbläschen oder wie ist das? Das würde ich mal gern wissen. So, wenn er das springen wir. Hochspringen können wir relativ gut. Und wir haben 10 Silberpennies. Ja, ich bin da sehr gespannt, also mit den Zwergen treffen. Optional benötigt. Insgesamt erhaltene Minus-Mutpunkte. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Gebiet so ist oder ob das generell gilt. Das würde ich gerne mal wissen. Ja. So, da führt uns ein Weg hin. Können wir dem was antun? Können wir nicht. So, dann gehen wir mal hier hin. Zum ersten Bewohner. Ich habe gerade an Bullenrassler Tuk gedacht. Ihr wisst doch alles über Bullenrassler Tuk, stimmt's? Er ist mein Großvater. Was war das doch für ein abenteuerlustiger Hobbit? Gewann die Schlacht bei Grünfeld, jawohl, hat dem Ork-König sauber den Kopf mit einer Holzkeule abgeschlagen. Er segelte durch die Luft und ist direkt in einem Kaninchenbau gelandet. So wurde das Golfspielen erfunden. Mhm, das hörte ich. Ah, Bullenrassler Tuk. Ich wünschte, Jungvolk wie ihr würde sich in Geschichte besser auskennen. Ja, lustigerweise ist das ein Zitat quasi aus dem Buch. Das erzählt nämlich eigentlich, glaube ich, Bilbo selbst oder sogar Gandalf Bilbo. Bullenrassler Tuk ist tatsächlich ein Vorfahre von Bilbo, wie ich gesagt habe. Die haben ja mit den Tuks sich quasi verheiratet. Und die Tuks waren immer abenteuerlustig, während die Beutels ehrenwert waren und sich nicht auf Abenteuer eingelassen haben. Das erzählt ja auch Bilbo am Anfang des Films von Der Hobbit. Wer ihn gesehen hat, natürlich ansonsten Spoilerwarnung an alles, was ich jetzt erzähle. ja, und Bullenrassler Tuk hat angeblich das Golfspielen erfunden haben. Gut, ja. Indem er den in der Schlacht von Grünfeld, da haben die Hobbits tatsächlich gegen Orks gekämpft, den Kopf abgeschlagen hat. Das ist nur eine Erzählung, das werden wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, aber hört sich gut an, ne? Super, mehr Kunden von Mittelerde nach Silberpennies. Ihr könnt damit am Ende eines jeden Kapitels Tränke und Vorräte kaufen. Okay. Können wir hier hoch oder haben wir eine unsichtbare Absperrung? Da ist die unsichtbare Absperrung. Gut.
Ja, die Maus ist sehr langsam, muss ich vielleicht mal korrigieren. Und weiter im Text, wen haben wir denn hier? Schöner Tag heute, nicht wahr? Guten Tag, Gamma. Ich muss irgendwo in der Stadt meine Nähnadel verloren haben. Würdet ihr sie mir bringen, falls ihr sie findet? Na klar, Gamma. Na klar. Hier rein können wir nicht. So, hier haben wir noch einen Silberpenny. Was sagt er? Oh, ich habe Hunger. Es ist schon fast Mittag und ich hatte nur zweimal Frühstück. Auf meinem Fensterbrett steht noch ein einsamer Kümmelkuchen zum Abkühlen. Vielleicht gehe ich nach Hause, um vor dem Mittagessen noch ein Häppchen zu naschen. Danke für die Mitteilung deines Tages. Wen haben wir hier? Bilbo Beutlin, ich habe euren Gast gesehen. Lasst ihr euch mit Zauberern ein? Die Zauberer lassen sich mit mir ein. Ach, wieder zieht ein junger Bursche aus, um verrückte Abenteuer zu erleben. Oh, ihr könntet euch aber noch nützlich machen, bevor ihr geht. Holt mir doch bitte mein Butterfass. Wo ist es? Es ist in dem Schuppen um die Ecke. Stellt das Butterfass einfach auf die Veranda, wenn ihr es gefunden habt. Ja. Hannas Butterfass hinstellen, Gammas Hähnadel suchen. Ich bin mal gespannt, ob wir Lobelia Sackheim-Beutlin treffen werden. Die wollen ja die ganze Zeit schon Beutelsend. Sammelt Objekte ein, indem ihr euch ihnen nähert und Eingabe T drückt. Ah, die Eingabetaste. Wir haben Münzen und wir sollen es auf die Veranda stellen. Wie war das? Hannas Butterfass hinstellen. Okay. Ihr wisst, am Anfang ist natürlich alles easy. Und viel Erzählerei, viel Lauferei, wenig Action, aber gebt dem Spiel eine Chance. Danke, Bilbo. Hier ein paar Bärenstreuseltörtchen. Ich habe sie heute Morgen frisch gemacht. Und Bilbo, hütet euch vor diesem Zauberer. Oh, wir werden jede Menge Wegzehrung brauchen. Ja, glaube ich auch. Ja. Gebt dem Spiel eine Chance. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Und ja, jetzt haben wir schon einiges gesammelt. Gucken wir mal ins Inventar. Schön sieht das aus. Aber was von diesem Stück Kuchen? Weiß ich jetzt nicht. Sprungangriff benutzen. Okay. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Der Part ist auch gleich schon zu Ende, leider. Aber wie gesagt, es geht im nächsten Part natürlich deutlich mehr Action, hoffentlich. Es ist wie gesagt blind. Oh, ich bin gespannt. Da oben ist ein grüner. Mal gucken, ob ich auf ihn drauf komme. Scheint ja gut zu sein. Nein, das wollte ich nicht. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich hier über den Zaun springen, ne? Gehen wir so überhaupt hin? Das kriegen wir so nicht hin. Vielleicht kriegen wir einen größeren Sprungangriff. Vielleicht versuchen wir es mal so. Er ist assi. Ach. Ja, in diesem Sinne. So. Nein. Zack. Super gelaufen. Oh nein. Ich muss hier die ganzen Büsche noch ablaufen. Dann kriegen wir mehr Mutpunkte. Ich bin sehr gespannt, was... Also... Ob wir alles finden. Es ist wie gesagt blind. Ich versuche natürlich alles einzusammeln, was wir finden. Und dann warten wir einfach mal ab. Ob wir hier alles so auffinden können. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es nachzuholen, sofern es geht. Anscheinend kann man hier Kapitel spielen. Und ja. So, ist hier noch was? Sonst nichts mehr. Okay, dann holen wir das da kurz nach. Und dann würde ich sogar sagen, Leute, beende ich den Part hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Part an dieser Stelle hier wieder. Bis dann und ciao.